Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind in Novigrad unterwegs und haben jetzt gerade hier die Traumdeuterin einmal aus ihrem Schlaf gerüttelt, indem wir einen von den Göttlingen mal wieder angetroffen hatten. Jetzt schaue ich mich hier nur mal fix um, ob es noch irgendwas gibt, aber es schaut gar nicht so aus. Dann würde ich sagen, gehen wir nach unten und sagen dem Signore mal, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Aha. Huch. So, in dem Keller waren wir ja. Da war ja hier die kleine Mrs. Mrs. Göttling. Ich glaube zumindest, dass es ein Weibchen war. Naja. So. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Ich weiß, was da spukt, oder... Nee, wir haben es ja versprochen. Im Gegenzug dafür hat sie ja die ja weg. Na dann, wir halten unser Wort. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Naja, so im reichen Pöbel. Ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Sehr klug. Ja, passt schon. So, jetzt müssen wir uns mit Grünner im goldenen Stör treffen. Goldenen Stör. Na nun? So. Kann ich eigentlich Plötze hierher beordern? Ach, das hier. Herzallerliebst. Ich möchte aber nicht mit Plötze hier durch die Gegend eiern. Ich hasse die verdammten Huren. Das ist ja schön für dich. Dem geht's auch ganz gut. Hier ist was los in der Stadt. Mann, dreht sich mir die Birne. Was zur Hölle? Ich mag Betrunken. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Wir könnten mal ganz kurz gucken, wie es im Inventar aussieht. Oh, wow, wow, wow. Oh, das macht nochmal einen Schaden mehr. So, was haben wir denn sonst noch Schönes? Das mit den Stiefeln, das Thema hatten wir durch. Weil dann würde ich sagen, schauen wir schnell beim Händler vorbei, sofern er da steht. Junior hat sich angeblich mit dem Rest der großen Stiefler, Kobolde. Nee, anscheinend nicht. Oder er ist hier drin? Hallo? Mist, ich komme nicht an die Kiste ran. Das wäre jetzt interessant gewesen. Sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Was ist ein Kredit? Um Gottes Willen, ich will hier etwas Geld umtauschen. Oh, Geld umtauschen, das ist gut. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Ach was, da gibt's Kurse? Wir haben jetzt 900 Kronen erhalten. Was kann ich für dich tun? Kann ich noch mehr? Nee, Kredit? Wie läuft das Geschäft? Na, fragen wir ihn einfach mal. Wie läuft das Geschäft? Mehr fällt dir nicht ein? Fragst du einen Fischer, ob sie beißen? Oder eine Alte, ob sie gesund ist? Das Geschäft läuft hervorragend. Der Krieg wirft Profit ab, wenn man weiß wie. Nilfgaard war noch gar nicht über den Ponta, da wurde ich schon mit versicherten Holz- und Eisenlieferungen aus Kovi beauftragt. Ich habe meine Investitionen versiebenfacht. Nett. Sollte man meinen. Aber da sind noch die Kopfsteuer für Anderlinge, der Kirchenzehnt, Kriegssteuern und meine Ausgaben. Zieht man alles ab, bleibt nur noch ein Almosen übrig. Höchstens ein Dutzend Kisten. Das ist sehr schlecht. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt brauche ich aber... Benimm dich. Bäh, bäh.
Vielleicht finden wir unterwegs noch einen Händler. Ich diene dem ewigen Feuer. Ach, ihr und euer ewiges Feuer. Zum Teufel damit. Schauen wir mal ans Anschlagebrett. Ankündigung, Gegenstände magischer Natur. Hiermit sei Folgendes kundgetan. Herstellung, Besitz und Verkauf jedweder magischer Objekte, zum Beispiel Glücksamulette, Liebestränke, Puppen, die Flüche auf ihre menschlichen Entsprechungen wirken sollen und so weiter, sind streng verboten und werden mit äußerster Härte geahndet. Seine Exzellenz Cyrus, was, Engelkind Hammelfahrt, Hierarch des ewigen Feuers. Nee, Hammelfahrt, nicht Hammel. Hammel würde bestimmt auch passen. Prosan en Gros, was auch immer das heißt. Am kommenden Dienstag erfolgt eine Lieferung der aktuellen Prosa Kaidwens an das Lagerhaus beim Platz des Hierarchen, nur für Großabnehmer. Gesucht, Triss Merigold. Von Augenzeugen wurde bestätigt, dass Triss Merigold von Maribor bekannt als 14. des Berges und Mitglied der berüchtigten Loge der Zauberin sich gegenwärtig in unserer schönen Stadt aufhält. Wer Informationen über ihren Unterschlupf, ihre Pläne oder Komplizen hat, ist nach den Gesetzen der Götter und Menschen verpflichtet, sofort den nächsten Außenposten der Stadtwache zu unterrichten. Wer der Hexe hilft, ihr Lebensmittel gibt oder Unterkunft gewährt, wird mit ihr brennen. Oje, oje, jetzt suchen die unsere Freundin schon. Lektion in guten Umgangsformen, ne, die brauchen, glaube ich, manche. In welchem Messer, was, mit welchem Messer wird der Fisch gegessen? Darf eine Dame sich bei heißer Witterung ohne Strümpfe herauswagen? Hält man ein Weißweinglas am Stiel oder am Kelch? Wer den Umgang mit feiner Gesellschaft Novigrad sucht, erhält gegen geringe Gebühr die Antworten auf solche und ähnliche schwierige Fragen von Graf Nugat. Nugat. Einer weltweit anerkannten Autorität in Sachen guten Umgangsformen. Tja. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Mitgetreu der Flamme, in den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausame Art zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit Nachforschungen zur Aufklärung des Verbrechens begonnen und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Ebenso sei hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesen Verbrechen verschweigt, mit Folter, Einkerkerung oder sogar dem Tod bestraft wird. Feldwebel Gilbert Witschke. Gewinnt. Wimmel Vivaldi betrügt an alle Gewinnspieler. Der Zwergenbankier Wimmel Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Underling-Tricks hatte er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karte verlangt, ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Ein Wohlmeinender. Oh, ist glaube ich ganz gut, dass wir nicht gegen ihn gespielt haben, hä? So, dann schauen wir jetzt mal. Gewinnspieler der Großstadt. Ach, den sollen wir jetzt dann... Nee, danke. Den sollen wir jetzt dann bestimmt zur Rede stellen. Bürger und Bürgerinnen der freien Stadt Novigrad. Meister Lehmhut, ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer, der den Rambock unterwerfen will. Oh ja. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Aber natürlich. Wie viel setzen wir an? Das letzte Mal haben wir gewonnen. Wollen wir diesmal auf 50 hochgehen? Na komm, gehen wir mal. Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Na, wir hören es uns erstmal an. Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Puh.
Nee, wenn, dann wollen wir... Nö. Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgios Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Tja, mal gucken, was er wirklich drauf hat, wenn das so ein Bescheißerli ist. Oh. Schlachtet die Missgeburt ab! Komm! Na, block doch! Was ist denn mit dir? Hallo? Der blockt einfach nicht. Das war's. Jetzt bist du dran. Na super, hat ja sehr viel gebracht. Diese Lektion wirst du hoffentlich nie mehr vergessen. Du hättest ein dickes Geschäft machen können, aber du hattest ja Skrupel. Gar nicht übel, Hexer. Guter Kampf. Glückwunsch. Mit Zwiebeln im Öl. Tja, jetzt hat er wenigstens halb fair gewonnen. Weil mein Kumpel hier irgendwie wollte der nicht mehr blocken. Ne, das sind die Hexersinne und ich kann hier nichts angreifen. Wieso? Nee, ist ja auch egal. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Das nennst du Leben, Hexer? Ja, nenne ich. So, wo ist jetzt unser Mist? Schon gut. Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. Guter Tag, um sich schön volllaufen zu lassen. Norvigrad wird beschützt. Ach, kein und ist trotzdem nachts nicht sicher. So. Hier musst du doch irgendwo sein. Gehen wir erstmal hier rein. Schönen guten Tag. Kuhmilch, wie schön. Hier kannst du ja aber einsacken. Alles mitnehmen. Musik ist ganz okay. Schauen wir auch noch aufs Dach, ich denke schon, ne? Okay, was heißt Dach? Hier oben auf dem Schuppenboden oder was auch immer das ist. Ja, hör auf mit der Kerze zu spielen, Geralt. Du sollst aufhören. Das ist nix. Nee. Gut, dann. Da unten ist noch was. Und das da. So, dann haben wir hier ein bisschen abgeräumt und dann schauen wir jetzt mal zu unserer Freundin rüber. Oh, gleich natürlich. So. Schönen guten Tag. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Träumen, was das... Ja, was Träumen ist, ja, aber wie... Na, hören wir uns die Definition mal an. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Na dann schauen wir doch mal. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich habe sie in Kaer Morhen ausgebildet. Ich habe sie einmal das Leben gerettet. Sie war dabei, als er gestorben ist.
Nee, ich habe sie in Kaer Morhen ausgebildet. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Klar. Ja, yeah, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Oh, wir können alle durchmachen, das ist cool. Das mit der Todesgeschichte würde ich gerne hören. Es war in Riva. Der Zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht noch eine Erinnerung? Klar. Ja, da ist noch was. Schon gut. Sag mir nicht mehr, als du willst. Nee, die kann ruhig alles wissen, dass ich richtig träume. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Oh ja. Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Und die letzte Erinnerung? Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie wurde die Herrin der Zeiten von Welten genannt. Sie konnte sich nicht richtig kontrollieren. Ciri ist ein Kind vom älteren Blut. Das stimmt. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Klar, ich erzähl dir alles. Ja, da ist noch etwas. Der Zeiten und Welten. Wieso wurde? Von wem überhaupt? Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen?
Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Ritterspawn? Kenne ich nicht. Natürlich, Yen und Triss, das könnte Sinn machen. Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ach, immer noch diese goldenen Teile. Strickt die da? Was ist für ein Kasper? Verstehe ich nicht. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Ich denke, es ist ein Gebäude. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Na dann schauen wir doch mal vorbei. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. So, schauen wir doch mal, was so eine Traumtänzerin hier... hat Kuhmilch. Bitte, was wir an Kuhmilch mitnehmen? Wir können uns bald eine eigene Kuh kaufen davon. Ja. Nee. Habe ich jetzt gerade echt eine Schöpferkelle aufgenommen? Lustig. So. Dann gehen wir doch mal zu Rosmarin und Thymian. Merkwürdiger Name. Bin ich mal gespannt. Nicht für eine Fahrt durch diese Gewässer. Ich auch nicht. Hier steht das. Bisschen, wo würdest du einen guten Seemann absehen, bis die Kotzerei anfängt? Haben wir noch so eine Schlägerei? Verschwendeter Atem. Das nennst du Leben, Hexer? Bluten sollst du! Wie ein Müllersohn. Pass bloß auf, Graukopf! Ja! Mist, ich dachte, ich könnte vielleicht nochmal. Na, egal. Halt, stopp. Du siehst blass aus. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Was? Und dann braten, gerne. Oh, reden, nicht spielen. Reden. Was darf's denn sein? Genau, was verkaufen. Was gibt's denn? So.
Der hat 500 Öcken. Gegenstand ist unverkäuflich. Warum? Oder nimmt er echt nur hier das Zeug hier an? Na gut, dann. Mach's gut. Wiedersehen. Ich mach dich alle. Blut, was gleichen findest du hinter. So, wir brauchen auf jeden Fall. Das sehe ich dir an. Aha. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Händler, der uns dann auch unser Zeug noch ein bisschen repariert. Hui. Hey, hübscher. Ruf die Wachen! Irgendjemand! Reißt euch zusammen, Jungs! Hier ist erstmal Schluss für euch. Fehler. Nicht, dass das eine Falle ist. Dass mich dann hier der komische Typ dann einfach mal festnimmt, weil ich wieder irgendwas falsch gemacht habe. Oh. Die Götter haben das Wehklagen des Landes erhört. Das lange Warten hat endlich ein Ende. König Radovid wird den Norden retten. Immer diese Propaganda. So, da war der... Ach, warte mal. Wenn das der Mini-Zwerg ist, dann können wir ihn bestimmt mal zur Rede stellen, was denn hier los ist mit seiner Bescheißerei. Zwergenschnaps. Verschlossen. Wo geht's denn da hin? Schön durch die Nebenstraßen. So, wo war denn das? Hier drin? Oh, ist doch bloß das normale Händler. Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer wieder natürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Nö, ich will was kaufen und verkaufen. Hast du was zu verkaufen? Ja, da kann ich natürlich wieder nicht das verkaufen, was ich hier verkaufen möchte, ne? Genarf. Hättet ihr vielleicht gerne ein paar Wolfslebern? Ach, warte mal, das ist hier andere Gegenstände. Becher kannst du alle haben. Die guten Schöpfkellen. Alte Schafel. Ziegenfell auch. Was ist das hier? Oh, reines Silber. Nee. Silber. Upsa. Wieder vor. Was haben wir hier? Parfum. Das kannst du bestimmt brauchen. Bärenfell. Das kann auch noch weg. Fell eines weißen Wolfs. Naja, von mir aus. Und hier unten, glaube ich mal, Schweinehaut. Was man der nicht alles so andringen kann. Was ist das da? Rüstiger Hammerkopf. Ein Kästchen und ein Kelch. So, den Rest behalte ich erstmal. So, und dann wünsche ich dir was. Bis dann. Mach's mal gut. So. Weiter geht's zum Rosmarin. Rosmarin. Begrab mich mit nem Fassbieren in. Ich liebe dich. Also jetzt. Warte mal, hier ist. Ah ne, hier ist glaube ich das Ding, ne? Dieser Unterschlupf. Kommt wohl keiner, dann schauen wir schnell hoch. Ne, da kommt auch keiner. Tja, wenn hast geschlossen ist, dann Problem? Gehen wir mal weiter. Die Passiflora ist Novigrads bekanntestes Bordell. Aber es gibt auch noch die Kuppelkarte. Alter, das ist ja voll der ewige Weg. Du kommst mir bekannt vor. So, aber bevor wir da reingehen, würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.